Unser Stichwort und damit moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Partie. 7 Days to Die. Wir haben ja in der letzten Folge diesen Händler hier repariert und jetzt sind wir. Jetzt ist er auch wieder open. Und jetzt soll er es auch sein und wir können rein. Machen die Tür zu. Und werden mal gucken, ob uns dieser Händler hier immer noch erhalten geblieben ist. Das sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Hallo Bob. Ja, nimm dir deine Zeit. Ja, so, funktioniert. Tag 61 hat der Restock. Ich habe tatsächlich übrigens mal im Internet versucht zu finden, die Informationen, wie häufig, also es gibt, ist das gespenstisch, ne, wenn der Typ da oben so rumsteht? Irgendwie schon ein bisschen spooky, finde ich. Vielleicht irgendwie so eher, hm? Ausblenden bitte. F7, ja. Im Internet die Information zu finden, wie häufig der Händler denn so Restock hat. Also nach welchem Intervall das Ganze folgt. Nach welchem, in welchem. Also welchen Intervall der Händler so hat, dass der restockt. Ich muss zugeben, ich habe es tatsächlich nicht gefunden. Es gibt tatsächlich irgendwie so ein Intervall. Ich glaube, es ist alle 3 Tage plus 1 oder irgendwie. Also es ist so ein bisschen kryptisch. Ich habe es nicht ganz begriffen. Falls ihr da Informationen habt, gerne ab damit in die Kommentare. Damit wir das mal so ein bisschen, weil es ist ja immer so ein bisschen Ratespielchen und das ist ja irgendwie doof. Wenn man dann wüsste, okay, man kann sagen, in dem und dem Turnus kriegt er neue Ware, dann braucht man nicht immer hinfahren und gucken, wann war denn das und so. Von daher, ja, so. Kurz abgesprungen. Und dann hier einmal mittendurch. Habe ich gesetzt oder habe ich... Nein, habe ich nicht. Mittendurch. Und wir haben ja auch immer noch als Baustelle tatsächlich... Es fällt mir jetzt gerade auf, wo ich das sage. Als Baustelle auf dem Schirm die Baustelle. Ich weiß nicht, ob das hier in dieser Stadt war, wo also, ne? Hier dieser... Was ist denn da los? Wo ich dich doch gerade hier so treffe. Nehme ich doch noch ein bisschen dein Messing mit. Ein lustiges brennendes Fass. Warum auch nicht? Eine Schlange war da unten noch irgendwo. Ich glaube, hier auf dieser illustren Brücke ist da noch irgendein geiler Stuff, oder? Also, oder sowas. Gucken wir doch mal. Ich hoffe, ich habe genügend Woodframes dabei. Und stoß mir jetzt nicht den Kopf. Nee, sieht gut aus. Wow. Wo kommst du denn her, Junge? Wohnst du hier? Überwachst du hier deine Kiste? Komm, wenn wir schon mal hier oben sind, nehmen wir auch gleich das Wägelchen mit. Ich wollte erst Kinderwagen sagen, aber nein, das, sieht aber auch ein bisschen schwierig aus, wie das hier drin wohnt. Aber auch das, komm. Wenn wir schon mal hier, wir sind ja nicht so häufig hier, dann nehmen wir das einfach mit. Und gleich wäre natürlich geil, wenn die Brücke zusammenbräche, nur weil das Auto hier weg ist. Ne, sieht gut aus. Was haben wir noch jetzt da alles an Kram gewonnen? Ja. Entschuldigung. Was ist denn los in letzter Zeit? Ich musste schon letzte Folge so niesen. So, diese Brille. Bringt mir die irgendwas? Nein. Dann kommt sie weg. Das doofe Fleisch. Wir können natürlich auch noch was von dem Schmarrn ins Auto, Minibike packen, aber naja, so. Tada! Zumindest Plünderung gestiegen. Der Pistolenlauf ist jetzt... Ja, den können wir auch... Den bräuchten wir jetzt so nicht, aber gut. Was wir haben, das haben wir. Und, ne, nochmal, hier unten... Ihr seht's meinem Toolbelt, also meinem Jörtel hier unten, ne? Da, oh, Fifi. Das war Fifi.
Irgendwo hatte ich auch noch mal. Ach, da drüben. Hier, Minibike. Hinter Baum geparkt. Ist ja ganz schön düster hier heute, ne? Kann aber auch wohl einfach an der. Der Gebiet. Dem Gebiet hier liegen. Ein little bit Schnobiom. Schnobiom. Hier ist ja alles drin. Schnee, nicht Schnee, Steppe. Was ist das? Waren wir hier schon drin? Und wenn ja, wann? Nee, hier waren wir noch nicht drin. Aber ich glaube, hier ist nichts Spektakuläres, ne? Ich hatte erst gedacht, das wäre irgendwie so eine Ölraffinerie-Dings, aber ist sie ja nicht. Ein Token. Oder Coin. Tocoin. Also für Messing lohnt sich das ja tatsächlich sehr. Das ist der Moment in den Horrorfilmen, wo jeder am Fernsehen schreit: Nein, geh da nicht rein, was willst du denn da? Ja. Ist jetzt nicht so spannend hier, glaube ich. Ich habe da wen hüpfen gehört, aber ich weiß gerade nicht wo. Ein bisschen Öl. Da war ich schon dran. Doofe Mützen. Duct Tape, das möchte ich ja schon gerne mitnehmen. Dann lieber den als das. Bin ich hier eigentlich? Weiß das jemand? Schwebender Müllhaufen. Liegender Müllhaufen. Sledgehammer. Natürlich nehme ich die Lampen mit. Wie geil ist das denn? Ich bin gerade ein bisschen angespannt, weil ich mich hier irgendwie, ich weiß nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das hier schon mal irgendwo gesehen habe. Ich finde das sehr unangenehm, dass ich da immer irgendwen oder irgendwas röcheln höre. Möchte aber den ganzen Loot auch nicht hier ungelootet lassen. Den Loot ungelootet ist auch schön. Zumindest nochmal in die Dingens geschaut haben. Fürs Scavenging. Wahrscheinlich gab es da wieder irgendeine Geheimtür oder irgendwie sowas, die ich nicht bedacht habe. Und deswegen. Ich die ganze Zeit da unten irgendwen habe röcheln hören, aber da ist gar keiner. Ach so, das ist ja auch. Ah! Das ist ja quasi das Händlergebäude, nur ohne Händler.
Oh, stimmt. Ich glaube, in dem Gebäude. Na. Hat tatsächlich Vel in einer Staffel mal gewohnt. Wenn ich mich da noch dunkel dran erinnere. Ja, lang, lang ist her, damals. Da waren wir alle noch jung und frisch. Und jetzt sind wir nur noch und. So, was für den Plünderungsskill tun, weil drin ist ja hier sowieso nichts. Why are you so cold? Komm, dann, wear doch das Dings. Stoff schmeiße ich weg, dann nehme ich lieber mein T-Shirt mit. Nee, Jokersaft wäre jetzt hier ein bisschen doof. Der kühlt. Trinken. Danke, lecker, lecker. Essen. Nom, nom. Und zerlegen wir sie mal, die Dings. So, wo kommen wir denn hier so hin? Ah, dann sind wir hier. Ja gut, dann weiß ich nicht, wo ich diesen komischen Zombie gehört habe, aber ja, dann sind wir hier durch. Das. Ja, ich weiß aber noch ein paar Autos, die hätten wahrscheinlich wert gewesen sein können zum Looten reingucken. Schon wieder. Kinders. Und nochmal 10 Jahre älter. Ich habe noch im Augenwinkel so rechts, ne, gesehen, ja, das ist ein Zeltlager. Und dachte mir noch in dem Moment, das könnte ja auch ein Militärlager sein. Ja, und dann macht es auch schon Puff. Der Schnee ist aber auch heimtückisch. Was für ein gemeines Ding. So. So, wo kommen wir denn jetzt hier hin? Ich habe die ganzen Baumstümpfe gesehen. Lass sie jetzt aber einfach mal rechts wie auch links liegen. Und möchte jetzt eigentlich nur ins verbrannte Biom, damit wir da mal ein bisschen Potassium finden können. Da hinten ist es auch schon endlich. Tü-tü-tü-tü-tü. Da oben ist scheinbar wieder so ein. Das ist kein Militär, es ist einfach nur ein Zeltlager. Oh. Achso. Jetzt bin ich da unten und jetzt muss ich nach hier oben. Das wäre dann dort. Probieren wir es nochmal wieder. Fahren und trinken gleichzeitig. Ja. Klappt so semi, ne? So, da hinten sehen wir doch dann doch auch mal wieder das verbrannte Biom. Dann war das, was ich von da aus gesehen habe, nicht das verbrannte Biom. Schade, Pech. Und dann hoffe ich, dass wir da nicht schon alles leer gegrast haben und da echt ein bisschen Potassium finden, weil das ist das, was uns, glaube ich, am meisten fehlt. Kohle ist nicht das Problem. Da habe ich ja auch einen Ort gefunden, wo relativ viel Kohle rumliegt. Aber der, die das gute alte Potassium. Und wir sind im verbrannten Biom. Pup. So, nice to meet you. Erst einmal, opala, den Bohrer. Dann fahren wir noch ein Stückchen. Hui. Dann hätte ich hier gerne mal ein bisschen Stuff weggetan, der mich nervt. Komischen Lampen. So. Das packen wir mal nach vorne. Wobei können wir auch hier mal kurz so und dann nachtanken. Warum wechselt der das denn nicht? Der. Ich verstehe es nicht. Na gut. Jo, dann gönnen jetzt hier noch der Joghurtsaft. Nein. Dann gucken wir auf die Karte, zoomen uns ein bisschen ran.
Ich würde sagen, hier haben wir schon unsere erste Möglichkeit, etwas Potassium zu farmen. Aber das hatte ich übrigens irgendwann in der Aufnahmesession vergessen, wieder runterzustellen, wieder raufzustellen, und habe es dann nachträglich für euch angeglichen, beziehungsweise dann nochmal im Menü beim letzten Mal angepasst. So, dann fahren wir doch da mal hin. Das hier ist Ölschiefer. Und das hier ist leider, glaube ich, Kohle, ne? Los. Auftanken hier. Ich dachte, im zerstörten Biom, im verbrannten Biom findet man primär Potassium. Was ist denn das? Dann gucken wir doch hier nochmal vorbei. Und leider ist auch dieses Biom jetzt hier nicht so groß, wie ich gehofft hatte. Aber nichtsdestoweniger gucken wir doch hier nochmal. Wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir das so alles noch mit. Nee, aber nicht Murky Water, obwohl doch. Nein, nein. Mülltonne ist hier noch. Weil, wenn uns tatsächlich mal Getränk ausgeht, dann brauchen wir einfach nur kurzerhand ein Lagerfeuer bauen und dann könnte ich das abkochen, das Wasser. Aber dafür brauche ich einen Topf, ne? Aber ich habe eine Dose dabei. Vielleicht, ich weiß es nicht. Das ist, ja, hier. So, wo geht's jetzt hin? Da drüben. Man weiß nie, wann man solches Wasser braucht. Von daher nach dort. Ist das das, was ich markiert hatte? Oder ist hier drüben noch was? Wo denn? Ja, rar. Das ist auch wieder Kohle. Was soll denn der Schmarrn? Hui. Wir gehen nicht vor die Hunde. Ja, dann gehen wir halt nicht vor die Hunde. Gut, dann hier drüben vielleicht doch noch was. Das hatte ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt. Wir brauchen Potassium. Verdammt. Ölschiefer. Warum wird eigentlich Ölschiefer auf der Karte nicht angezeigt? Was ist das? Hm. Merkwürdig. Falls ihr sonst noch einen Tipp für mich habt, wo ich denn zuverlässig, nicht zufällig, zuverlässig, oh Leute, hört doch mal auf, die Türen zu knallen, zuverlässig Dingsbums kriege, dann immer gerne her mit der Info. Ah, oh, Messing. Falsch. Ach, diese Tasten da unten. Es ist so nett, dass man das jetzt endlich sieht. Welche Taste was ist? Es ist. Warum finde ich denn hier? Ich dachte, Kohle sollte man im Schneebiom finden und Schiefer, Potassium im Verbrannten, damit man es besser sieht. Oder ist das erst in einer späteren Alpha geändert worden? Sprich in der 14.3, 14.4 oder so. Dann müssten wir uns tatsächlich nochmal auf den Weg ins Schnee-Biom machen. Aber da wäre ja jetzt hier auch direkt eins um zu. Aber ich sehe da jetzt keine. Doch hier wäre eine Quelle. Dann machen wir das so einfach. Bevor wir hier lange rumeiern und Zeit vertrödeln, gucken wir nochmal in den Müll rein. Messing, geil. Weiter geht's. Minibike. In diese Direktion. Ich glaube, diese Stadt. Ah, ist das die Stadt mit dem Krankenhaus? Ja. Hello. Nice to meet you again. Haben wir hier noch Dinge drin eigentlich? Nein. Gar nichts. Also, die sind ja quasi leer, die Kisten.
Möchte ich hiervon noch irgendwas mitnehmen? Die Dosen nehme ich mal mit. Das hier, dieses, auch das da. Sprit kann nicht schaden. Das haben wir sowieso am Mann. Eisen habe ich im Minibike, glaube ich. Holz habe ich am Mann. Ich glaube, das habe ich auch im Minibike. Gucken wir doch mal. Blub. So, hier habe ich Schneigetein. Das Eisen, wusste ich es doch. Den kann ich da noch reintun. Ansonsten können wir hier nochmal Platzsparung betreiben. Da ist nichts mehr drin. Hier haben wir noch hier Döns. Ne, Mäntelchen ist noch top. T-Shirt habe ich dabei. So, und wir fahren jetzt einfach doch nochmal, weil ich will jetzt mit euch wenigstens einmal noch. Ach, jetzt auf einmal liegt hier Potassium oder was? Sehe ich das auf der Karte? Ich muss hier mal ein bisschen weiter von weggehen. So, hier, da in diese Richtung gucken. Hier ist tatsächlich Potassium. Ja, dann muss ich doch davon wenigstens mal ein Foto machen. Und dann nehmen wir endlich ein wenig Potassium mit. Lange hat es gedauert, da ist es aber nun. Und dann probieren wir doch einfach hier unser Glück. Aber dieses probieren wir erst in der nächsten Folge. Deswegen sage ich bisher, nee, bis hierhin. Dankeschön fürs freundliche Zusehen. Hoffe, dass wir uns alle in der nächsten Folge wiedersehen. Oh. Dich möchte ich in der nächsten Folge nicht wiedersehen, Junge. Will der mich hier einfach in meiner Abmod stören? Tschüssi!